Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein mutmaßlicher deutscher Terrorist, der 25-jährige Stefan Wisniewski, ist auf dem Pariser Flughafen Orly gefasst worden, als er sich nach Jugoslawien absetzen wollte. Die französischen Behörden schoben ihn inzwischen in die Bundesrepublik ab. Mit 39 anderen Männern und Frauen war Wisniewski seit Ende vergangenen Jahres steckbrieflich gesucht worden. Er gilt als Verbindungsmann zwischen dem harten Kern der deutschen Terroristen und Sympathisanten. Er stammt aus der Heidelberger Anarcho-Szene, war 1976 in einem palästinensischen Ausbildungslager im Südjemen und soll sich nach seiner Rückkehr der Gruppe um den früheren Bader-Meinhof-Anwalt Haag angeschlossen haben. Der deutschen und der französischen Polizei war offenbar schon seit längerem bekannt, dass einige der gesuchten Terroristen versuchen würden, über den Flughafen Orly Frankreich zu verlassen. Stefan Wisniewski wurde darum auch schon von der Polizei erwartet, als er gestern Nachmittag die Maschine nach Zagreb besteigen wollte, die täglich um 14.15 Uhr abfliegt. Der Deutsche legte zwar einen gefälschten Pass vor, konnte dann aber, wie es heißt, anhand seiner Handschrift identifiziert werden. Das Bundeskriminalamt schickte daraufhin sofort eine Chartermaschine nach Paris, um den mutmaßlichen Terroristen abzuholen. Offiziell wurde der Deutsche nicht einmal verhaftet, sondern wegen seines gefälschten Passes abgeschoben. Frankreich verhinderte damit ganz geschickt, dass es eventuell noch einmal, wie schon im Fall des Rechtsanwalts Croissant, juristische und politische Verwicklungen mit der Bundesrepublik gibt. Wie wichtig, Herr Minister Mayhofer, ist dieser erste Fahndungserfolg nach langer Zeit? Ich glaube, er hat schon grundsätzliche Bedeutung. Denn er ist einmal eine Bestätigung dafür, dass der Großteil der gesuchten Haupttäter ins Ausland ausgewichen ist. Er ist aber auch eine Bestätigung dafür, eine wie enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und unseren auswärtigen Kriminalpolizeien zustande gekommen ist. Denn dies ist ein erster Erfolg gezielter Fahndung. Gibt es Hinweise darauf, dass deutsche Terroristen mit ausländischen Terroristengruppen eng zusammenarbeiten? Nun, die gibt es in der Tat vielfältig und wir müssen davon ausgehen, dass auch unsere gesuchten Täter im Ausland mit auswärtigen Terroristenorganisationen zusammenarbeiten. Drei deutsche Terroristen, die in den Niederlanden verurteilt worden sind, sollen ausgeliefert werden. Nach dem obersten Gericht des Landes hat heute auch das Justizministerium in Den Haag zugestimmt. Es handelt sich um Knut Volkerts, Christoph Wackernagel und Gerd Schneider. Ihre Auslieferung könnte sich allerdings verzögern. Die Verteidiger der drei teilten am Abend mit, sie würden sich jetzt an den niederländischen Staatsrat mit Königin Juliana an der Spitze wenden, um doch noch politisches Asyl für ihre Mandanten zu erreichen. In Italien setzen die Roten Brigaden ihre Anschlagsserie fort. Hier in Mailand wurde heute früh der Bezirkssekretär der christlich-demokratischen Partei, Baradini, durch Schüsse in die Beine verletzt. Als er sein Haus verließ, hatten zwei Männer und eine Frau das Feuer eröffnet. Das dritte Attentat seit der Ermordung Aldo Moros, der siebte Feuerüberfall dieser Art seit einer Woche. Die Roten Brigaden sprechen von Strafaktionen gegen Volksfeinde. Im römischen Justizministerium und vor einer Turiner Polizeikaserne explodierten Sprengsätze. Die Sowjetunion hat sich bei der Volksrepublik China wegen des Grenzzwischenfalls Amasuri vom vergangenen Dienstag offiziell entschuldigt. Ein Sprecher der sowjetischen Botschaft in Peking erklärte, Moskau empfinde tiefes Bedauern über die Zusammenstöße. Zugleich bestätigte er, dass sowjetische Soldaten die umstrittene Grenze am Ussuri in diesem Gebiet überschritten hätten, bestritt jedoch, dass es unter der chinesischen Bevölkerung Verletzte gegeben habe. Die Bundesregierung will der Türkei durch wirtschaftliche Hilfe die Erfüllung ihrer NATO-Verpflichtungen erleichtern. Bundeskanzler Schmidt stellte dem türkischen Ministerpräsidenten Ecevit zum Abschluss seines Bonn-Besuches einen Soforthilfekredit von 100 Millionen Mark in Aussicht. Weitere Finanzspritzen, auch in Form von Militärhilfe, werden folgen. Schmidt, der Ecevit heute in Bonn verabschiedete, versicherte außerdem, dass sich die Bundesregierung dem amerikanischen Waffenlieferstopp gegen Ankara nicht anschließen werde. Gegen die von Präsident Carter vorgeschlagene Aufhebung dieses Lieferstopps hatte sich gestern der Auswärtige Ausschuss des US-Senats gewandt. Der amerikanische Dollar hat heute zum ersten Mal seit Monaten wieder einen Kurswert von mehr als 2,10 Mark erreicht. An der Frankfurter Devisenbörse wurde sein amtlicher Mittelkurs mit 2,1096 Mark festgelegt. Der Kurs hatte gestern noch 2,0919 Mark betragen. Die Kurserholung um nahezu 2 Pfennig innerhalb eines Tages hatte eingesetzt, nachdem die amerikanischen Notenbanken ihren Leitzins von 6,5 auf 7% erhöht hatten.
Das Brüsseler Tauziehen um die neuen EG-Agrarpreise ist beendet. Die über 8 Millionen Bauern in der Gemeinschaft sollen im Wirtschaftsjahr 78-79 für ihre Produkte durchschnittlich 2¼% mehr erhalten. Nutzen dieses Kompromisses sind vor allem die Verbraucher. Die Lebensmittelpreise, so rechneten EG-Experten aus, werden durchschnittlich weniger als 1% steigen. Der europäische Agrarmarkt, so klagte neulich Josef Ertl, ist zu einem Selbstbedienungsladen für nationale Interessen geworden. Diese Woche war der Laden sogar durchgehend geöffnet. Tagsüber und nachts verhandelten 9 Minister über Preisvorteile und Rabatte. Gerade erst, es ist jetzt Freitagmorgen 2:30, sind sie nach Hause gegangen. Begonnen hatte die Konferenz vor 81 Stunden am Montagnachmittag. Die von der EG-Kommission vorgeschlagene Erhöhung der Agrarpreise um etwa 2% war zu Beginn des Marathons Franzosen, Briten und Italienern recht. Deutschland und die Benelux aber, Länder mit stabiler Währung, wollten mehr. Parallel zur heftigen Preisdebatte mussten sich die neuen Minister über ein kostspieliges Programm einigen, das der verkommenen Landwirtschaft in großen Teilen Frankreichs und Italiens helfen soll. Sie feilschten um Beiträge und die Aufteilung der Gelder, sie taten es mit Vorliebe nachts und sie einigten sich auf Mehrausgaben von 2,5 Milliarden Mark. Erst heute am frühen Morgen war auch die Schlacht um die Agrarpreise vorbei. Sie werden in diesem Jahr um knappe 2 bis 2,5% steigen. Für die Verbraucher ein Segen, für die Bauern, die 5% verlangt hatten, eine bittere Enttäuschung. Sicherlich ist das eine Marge, die auch getragen ist von den Gedanken der Stabilität. Und daran haben heute Abend auch die Landwirte Interesse. Dass wir in einer stabilen Wirtschaft produzieren können. Aber ich meine auch, es ist ein Prozentsatz, mit der die deutsche Landwirtschaft angesichts der derzeitigen stabilen Lage die Kostensituation bewältigen können. Über das Programm der Bundesregierung zum Sparen von Heizenergie wird nun erst im Parlamentarischen Vermittlungsausschuss in Bonn entschieden. Der Bundestag hat das knapp 4,5 Milliarden Mark Programm heute zwar mit Mehrheit von SPD und FDP verabschiedet. Zur selben Stunde beschloss aber der Bundesrat, in dem die von CDU oder CSU regierten Länder die Mehrheit haben, einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen. Die Ländervertretung will erreichen, dass mindestens die Hälfte der Summe über Steuererleichterungen vergeben wird. Dagegen entschied sich der Bundestag, ein Drittel über Steuererleichterungen und 2/3 als direkte Zuschüsse zu verteilen. Im Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt haben die Ministerpräsidenten der Länder heute in Bonn zum Mängelbericht der Bundesregierung über das Bildungswesen Stellung genommen. Dabei wurden Meinungsverschiedenheiten sowohl zwischen den Ländern untereinander als auch zwischen Bund und Ländern deutlich. Die 5 unionsregierten Länder lehnen Verfassungsänderungen ab, die zu einer Zentralisierung des Bildungswesens führen könnten. Außerdem platzte eine Bund-Länder-Vereinbarung über die Ausbildungsordnung im Bereich der beruflichen Bildung. Einziges Ergebnis: Die Ministerpräsidenten folgten ihren Kultusministern in einer grundsätzlichen Anerkennung der Probleme und sie wollen sich für ihre Lösung einsetzen. Optimistisch zeigte sich Bildungsminister Schmude. Die Bundesregierung begrüßt es sehr, dass dadurch, dass die Ministerpräsidenten die Stellungnahme der Kultusminister zu dem Strukturbericht zustimmend zur Kenntnis nehmen, nun eine Grundlage für ein gemeinsames weiteres sachliches Gespräch gegeben ist. Denn es gibt zwischen Bundesregierung und Ländern nunmehr die Übereinstimmung darin, dass es in der Tat in unserem Bildungssystem an zentralen Punkten Schwierigkeiten und Probleme gibt, die der Lösung bedürfen, weil auch in einem föderativen Bildungssystem, also in einer nach Ländern gegliederten Bildungszuständigkeit, bestimmte Eckwerte gleich sein müssen. Die Ministerpräsidenten gaben heute außerdem grünes Licht für die Erprobung des Kabelfernsehens. Erste Versuche mit unterschiedlichen Organisationsformen sind in Berlin, Mannheim, Ludwigshafen, München und in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Dabei soll unter anderem untersucht werden, wie die Zuschauer das zusätzliche Angebot aufnehmen. Unklar ist noch die Finanzierungsfrage. Das Schwurgericht Braunschweig beendete heute den spektakulären Indizienprozess gegen Ferenc Schosch, angeklagt wegen 5-fachen Geiselmordes. In 3,5 Monaten wurden über 200 Zeugen und Sachverständige gehört. Es war der 34. Verhandlungstag im Prozess gegen den Exil-Ungarn Ferenc Schosch, an dem das Urteil gesprochen wurde. Schuldig des 5-fachen Mordes, der räuberischen Erpressung, des erpresserischen Menschenraubes. Lebenslänglich.
Opfer der Tat sind ein Braunschweiger Bankdirektor, seine Frau, seine drei Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Geschehen am 19. Januar 1977 in zwei oder drei späten Abendstunden im Haus der Familie. Niemand hatte etwas bemerkt. Die Beute, 165.000 Mark, von der Bank des Direktors erpresst. Danach wurden alle getötet, erdrosselt, nacheinander. Die Empörung war bundesweit, die Polizei überraschend schnell erfolgreich. Bereits drei Tage nach der Tat wurde der 44-jährige Exil-Ungar Ferenc Sos verhaftet. Hinweise aus Ganovenkreisen, in denen er als Vorbestrafter kein Unbekannter ist, hatten dazu geführt. Auch der größte Teil des Geldes wurde bald sichergestellt. So fügte sich Indiz an Indiz. Richter und Geschworene gaben der Beweislast nach. Geständig aber ist der jetzt Verurteilte nicht. Er blieb meist kühl und gelassen während der Verhandlungszeit und nahm auch das Urteil lebenslängliche Haft ungerührt auf. Die drei Verteidiger werden wahrscheinlich Revision beantragen. Schutzhelme müssen künftig auch die Fahrer von Mopeds und Mokicks aufsetzen. Der Bundesrat beschloss heute, dass die Schutzhelmpflicht demnächst für Fahrer aller motorisierten Zweiräder gelten soll, die mehr als 25 Kilometer in der Stunde erreichen. Für Mofa-Fahrer gilt diese Entscheidung vorerst noch nicht. Mit Nebel, Kälte und Regen begann der Pfingstverkehr. Trotz des schlechten Wetters war die Reisewelle noch stärker als befürchtet. Temperaturen um den Gefrierpunkt machten höher gelegene Straßen in den Mittelgebirgen zur Rutschbahn, wie im Winter. Noch einmal mussten Streu- und Räumfahrzeuge ausrücken. Auf fast allen Autobahnen kamen die Urlauber nur mühsam voran. Die Polizei sprach wie gewohnt von chaotischen Verkehrsverhältnissen. Hier auf der Autobahn bei Köln war der Autostau fast 35 Kilometer lang. Die Autobahn Karlsruhe-Basel. Hier kam der Verkehr schon am Nachmittag häufig zum Stehen. Staus bis zu 50 Kilometer Länge. Auffahrunfälle mit Toten und Verletzten waren die Folge. Im Alpenvorland schneite es. In den Bergen sind noch immer zahlreiche Pässe gesperrt. Im Hochgebirge haben die Skifahrer nach Neuschneefällen weiter Saison. Die Wetterfrösche sind pessimistisch. Auch für die Feiertage machen die Meteorologen Pfingsturlaubern, die in Deutschland Sonne und Wärme suchen, wenig Hoffnung. Schnee im Mittelgebirge, hier am Feldberg in Taunus, mitten im Wonnemonat Mai. Den Bürger Fröstel, der greift wieder zu Mantel und Schirm. Die Meteorologen freilich sind nicht überrascht. Die Eisheiligen sind eben pünktlich da, sagen sie. Noch am Mittwoch hatte der Wetterdienst für die nächsten Tage die Parole kalt, aber schön ausgegeben. Dann aber kamen sie doch ohne Sonne, die Eisheiligen, wie die Tage vom gestrigen Donnerstag bis zum Pfingstmontag genannt werden. Seit dem Mittelalter nämlich zeichnen sich die Kalendertage des heiligen Mamertus, Pankratius und Servatius dadurch aus, dass Kälte aus dem polaren Norden durch unsere Lande zieht. Die Wetterexperten sprechen von Singularitäten, Wetterlagen, die sich fast regelmäßig zu bestimmten Zeiten einstellen. Im Mai steht's mit Kaltluft, wie schon der 100-jährige Kalender aus dem Jahr 1650 verrät. Folglich heißen die derzeit kühlen Tage die Eisheiligen. Immerhin wurden gestern Nacht Temperaturen bis minus 7 Grad am Boden gemessen. Dennoch meint der Wetterdienst beruhigend, das Ausmaß der jetzigen Witterung gehe nicht über das Übliche hinaus. Viele Bürger sehen dies anders und auch die Blüten an Obstbäumen frösteln. Größere Schäden sind aber nicht zu befürchten, auch wenn am Montag die kalte Sophie bevorsteht. Für Pfingsten lautet die nüchterne Vorhersage so. Kühle Meeresluft herrscht vor, es bleibt wechselhaft mit Schauern und für die Jahreszeit zu kühl. Schöne Aussichten also. Die Aussichten für morgen Sonnabend, den 13. Mai vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Das Satellitenbild zeigt starke Bewölkung über dem westlichen Deutschland und Frankreich. Die zugehörigen Ausläufer eines Tiefs über Holland ziehen rasch südostwärts. Hinter ihnen fließt sehr kühle Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen. Am Alpennordrand und vormittags auch östlich der Elbe bedeckt und Regen. Sonst wechselnde, meist starke Bewölkung und zeitweise Schauer. Tiefstemperaturen 2 bis 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 7 bis 13 Grad. Mäßiger, zeitweise böig auffrischender Wind aus Südwest bis Nordwest.